E-Demokratie bedeutet für mich, dass das Internet dazu genutzt wird, die Bürger in den politischen Willensbildungsprozess zu integrieren. Also ich denke, man muss sich darüber Gedanken machen, wie die Abgeordneten in Zukunft bei einer solchen E-Demokratie oder e-demokratischen Verfahrensweisen mit den Stellungnahmen oder mit irgendwelchen Rückmeldungen von Seiten der Bürger umgehen. Ich glaube, es würde in Richtung Pseudodemokratie gehen, wenn den Bürgern irgendwelche Foren eröffnet werden, damit sie sich äußern können, aber diese Äußerungen von niemandem zur Kenntnis genommen werden. Dann bleiben die Bürger unter sich, können zwar eine Meinung für sich selbst bilden, aber viele werden sich, wenn Gesetzentwürfe ins Internet eingestellt werden, natürlich erhoffen, dass diese Äußerungen auch von irgendwelchen amtlichen Stellen zur Kenntnis genommen werden. Und insoweit müssen wir natürlich dann schon irgendwie dafür sorgen, dass die Abgeordneten diese Äußerungen der Bürger auch zur Kenntnis nehmen.